Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 23 von This War of Mine. Ja, Tag 23 ist es auch. Letztes Mal waren wir im baufälligen Haus, das besetzt ist. Da haben wir dem Obdachlosen Essen gegeben. Nicht Hunger, Hunger hat er schon gehabt. Und ja, da müssen wir mal weiter gucken, wie wir da hinkommen, ne? Pavel hat das mitgebracht. Katja, geht es viel besser? Wir müssen nur etwas auf dem Auge behalten. Okay, super, das ist prima. Wenn es ihr besser geht, dann ist es, glaube ich, außer Gefahr. Oh, da können wir gleich schon was zu essen holen. Das ist schon mal super. Wir haben nichts mehr. Ach ja, wir haben das ja mitgenommen, glaube ich, ne? Also Essen ist dann wieder ein Thema. Da wäre Essen reinzutun und da Kompost. Kompost bräuchten wir rein theoretisch, aber unten auch für das Gemüse. Wir können einmal da nehmen. Ja, machen wir auch. Und hier habe ich letztes Mal noch gesehen, als ich das Video kontrolliert habe, dass wir da noch was bauen können. Traurig, müde, leicht verletzt, hungrig. Leicht krank, müde, hungrig. So, was machen wir hier? Hungrig, verletzt, erholt sich. Hat der es ausgeschlagen. Hungrig, leicht krank, leicht verletzt. Das hört sich alles nicht gut an. Verletzt, erholt sich. Eigentlich müssen die beiden weiter schlafen. Aber Bruno geht an den Herd und, ach nee, du gehst doch essen, du gehst. Also jetzt müssen wir Bruno erstmal das Essen machen lassen. Er geht definitiv schlafen. Und da ist jemand an der Tür. Den fertigen wir mal damit ab. War das jetzt der Händler? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Nee, ich glaube nicht, der sieht nicht so dick aus. Der sieht zu vorsichtig aus. Nachbarn. Hungrig, leicht krank und müde. Haben wir noch so eine Neuigkeiten? Guten Tag, ich wohne weiter unten in der Straße und mir ist aufgefallen, dass ihr euch in diesem verlassenen Gebäude hingelassen habt. Ich hätte da ein paar Neuigkeiten. Letzte Nacht gab es einen Abwurf der monetären Hilfe. Die meisten Kunden wurden von der Nobel geschlagen, da ich weiter links von gesehen haben. Ist es in niemals sein, gerade jetzt erreicht, könnte also nicht ganz gefahrlos sein. Im Schutz der Nacht sollten wir es aber schaffen. Ich zeige euch, wo es gelandet ist, wenn ihr dabei helft, die Vorräte zu tragen. Warte eine Sekunde, weil ich glaube, warte mal, mach mal gerade verlassen. Das Essen hier ist nämlich gleich fertig, dann können wir das besser machen, glaube. Ja, er soll ja schlafen gehen, das ist auch richtig so. Er ist zwar leicht krank und müde, aber ich mache es so, dass er geht. So, dann geh du mal dahin. Und das müsste jetzt sofort fertig sein, oder? Das ist sofort fertig, oder? Komm schon. Es wird kalt, ja, wir müssen einen Ofen bauen, auch das. So, da ist nämlich dann viermal Gemüse dabei und dann können wir besseres Essen machen. So, und dann gleich wieder, oder? Geht das? Ja, wir können nicht zweimal wieder machen, das ist schade. Aber uns fehlt das Wasser. Kriegen wir Wasser hin? Ah, vielleicht haben wir gerade Wasser gekriegt. Das könnte sein, oder? Ah, es fehlt einmal Wasser dann. Aber einen Filter haben wir nicht, ne? Nee. Kriegen wir einen hergestellt? Ich glaube schon, oder? Gut, dann machen wir das noch schnell. Gut. Da schnell hin und den Filter eingesetzt. Aber ich glaube, bis zum Tagesende schaffen wir nicht, das da abzuzapfen, oder? Gut. Na, dann könnte ich zweimal herstellen.
Er ist hungrig, leicht krank, leicht verletzt. Was können wir da tun? Medikamente haben wir eins. Aber leicht krank, da will ich keine Medikamente jetzt ausgeben. Was können wir denn hier unten noch machen? Wir hatten doch auch... Okay, vielleicht klappt das hier mit dem Trinken doch noch. Ach, da waren die Zigaretten und Bandagen, ne? Genau. Davon können wir aber nichts machen. Da fehlen uns Kräuter, da Tabak, da Kräuter, da Kräuter, da Tabak. Okay, dann ist das geklärt. Laufen wir mal dahin, was da passiert. Ah, das wird die Zeit wird knapp, aber ich will auch lieber zweimal machen, weil das ist effektiver. Gut, da könnten wir alles machen. Brauchen jetzt aber nicht wirklich da was, glaube. Können noch einen Filter einsetzen. Stellen wir nochmal her. Ah, die Zeit wird knapp. Ich glaube, das klappt mit dem Trinken nicht. Wie geht's ihm jetzt? Leicht verletzt, hungrig, traurig. Hungrig und verletzt. Das stellen wir noch her. Ja, hungrig ist aber jetzt nicht ganz so schlimm, sag ich mal. Es gibt ja auch noch sehr hungrig. Gut. Dann sitze ich mal auf dem Stuhl, aber ich glaube, es ist sowieso... Ah, das war verkehrt. Er sollte sich auf den Stuhl setzen. Ah, was haben wir da? Ich glaube, es hätte noch geklappt gerade, aber das war dann doch ein Tacken zu spät. Pavel geht plündern oder Katja? Ja, das müssen wir gleich noch entscheiden. Leicht verletzt, traurig, hungrig, hungrig. Einer von den beiden steht auf jeden Fall Wache. Ich glaube, wir gehen mit... Nee, Katja ist verletzt. Katja schläft im Bett, das passt schon. Pavel ist der schnelle Läufer, der geht dann doch noch plündern und er macht Wache. So muss es sein. So, hier hat man noch Menge Materialien und Waffen, aber unser Problem ist Essen ein bisschen auch. Da waren wir überall besucht. Wir haben alles besucht, oder sehe ich das falsch? Da kommen wir nicht hin. Die bombardierte Schule hat eine große Menge Lebensmittel. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was wir da hätten mitnehmen können oder müssen oder sowas. Ich glaube, wir gehen da nochmal hin. Und eine Gefahr ist da auch, ist klar. Handel ist da möglich. Die Frage, was die da handeln möchten. Und wir haben jetzt noch so einen Mixer. Ja, da müssen wir nochmal gucken in der nächsten Folge, was wir mit dem Mixer machen können. Da wollten wir ja auch was machen. Ach, das Schießpulver musste man da wechseln. Mixen konnte man da. Hm. Alkohol. Was wollen wir tauschen? Könnten zweimal das tauschen. Medikamente möchte ich nicht tauschen, weil wir Kranke auch haben. Wasser müssen wir behalten. Zucker, wenn wir Alkohol mitmachen können. Da ist jetzt nichts, wo ich sage, das möchte ich tauschen. Und das möchte ich auch nicht tauschen. Das heißt, wir nehmen nur das. Und dann gehen wir plündern. Gut. Da kommt jemand. Ich weiß gar nicht, wie die uns gesinnt waren. Ich glaube nicht so positiv, ne? Unten konnte ich nicht rein. Ich glaube, wir müssen nach oben hoch. Ja,
Ach, das sind gleich zwei. Gucken wir an. Und der hat auch eine Knarre in der Hand. Er vermisst die guten alten Zeiten. Wo war ich zuletzt? Wenn ich da jetzt reingehe, dann haben wir ein Problem, gehe ich von aus. Warum haben die die Tür zu nicht gemacht? Das sieht nicht gut aus. Oh, ein Schuss. Können die nicht weggehen oder sowas? Ich weiß nicht, was mit denen ist. Weil der eine hatte eine Waffe in der Hand. Gefährlich, aber ich mach's. Okay. Und dann gehen wir jetzt mal hoch. Ich brauche etwas frische Luft. Ja, ich nicht. Ich will nur hochgehen erstmal. Ne, dann gehe ich noch weiter hoch. Ich glaube, diese Schule wird von unserer bürgerlichen Selbstverteidigungsgruppe gehalten. Du darfst nicht eintreten. Okay. Und jetzt? Oh, den konnte ich doch handeln. Ja genau, will ich doch ansehen. Ist doch kein Ding. Ich will doch was tauschen. Oh, guck mal. Ja, was möchten Sie im Tausch dafür? Fleisch. Das reicht nicht. Versuchen Sie es nochmal. Das ist sehr großzügig, interessant. Ist da jetzt noch irgendwas bei, wo ich sage, ja, das möchte ich haben? Nicht wirklich. Hier unten vielleicht noch. Feuerholz, Filter sind ja natürlich auch nicht schlecht, ne? Gut, wir können uns einigen, zwei sind zu viel. Das reicht nicht. Warte mal, für einen Filter kriege ich vier Wasser. Das heißt, ja, wir nehmen das Wasser und den Filter, weil der Filter bringt uns ja dann mehr. Das reicht nicht. Eine Axt, haben wir die Axt im Haus? Nee. Obwohl das eine Waffe ist, ne? Das ist wohl ein Scherz. Was haben wir denn jetzt hier genommen? Was war nicht? Nee, ach so. Der Zucker ist auch ziemlich wertvoll wohl. Die Tabletten wären ja interessant, ne? Das ist wohl ein Scherz. Okay. So, das machen wir weg. Das ist noch ein Scherz. Nee. Dann müssen sie die Tabletten behalten. Die nehme ich. Nee, das war so, ne? Zwei Filter gehen auch. So, das Wasser. Nee, dann nehme ich lieber drei Filter. Und mach mir das Wasser selber. Und können uns einigen, auch bei zwei Zahnrädern, bei drei nicht mehr. Na, guck mal hier, Kräuter. Das reicht nicht. Da könnte ich einen Verband herstellen. Aber ich will's. Es ist schwierig, ne? Nee. Ja, das Handeln ist schon schwierig, genau so ist es. Ja, Essen habe ich hier, kann ich aber kein zweites nehmen. Es ist ja schon einer besser wie keiner, ne, oder?
Komm, wir handeln das jetzt. So, dann gehe ich mal runter. Was sagt der? Ja, da muss ich verschwinden, ne? Versuch das nicht nochmal. Die Tür zu. Er vermisst die guten alten Zeiten. Ja, guck mal, da ist erstmal genug zu mitnehmen. So, das und das nehme ich erstmal nicht mit. Was geht da? Flugblätter mit Propaganda auf einem Flugzeugsymbol, der nächsten Schützpunkt der Rebellen aller Werfer. Ja, okay. Da können wir hoch. Oh, guck mal, da kann man so noch einen Haufen wegmachen. Jetzt haben wir aber keine Schippe dabei, ne? Naja, ist aber nicht schlimm. Weil wir nicht ganz so viel zum Plündern haben, ne? Ich glaube, wenn wir hochgehen, haben die gar nichts dagegen. So habe ich das jetzt verstanden. Es dauert nur sehr lange, weil wir keine Schaufel haben. Aber ist halt so gerade. Geht aber nicht schneller. Ja, da im Hintergrund, da ist bestimmt gerade ein Scharfschütze oben auf dem Haus. Weiß nicht, ob das auch welche sind. Könnte auch sein, ne? Es zieht sich gerade ein bisschen. Vielleicht hätten wir auch hier rum hochgekonnt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Tür ist da zu. Ja, dauert noch eine Weile, ne? Ist der Haufen gleich weg. Ja, aber Lebensmittel werden wir hier oben wohl nicht finden, gehe ich von aus. Aber naja, so ist es halt gerade. Ja. Ne, ich nehme das Holz mit. Er muss dem Lärm auf den Grund gehen. Das ist also auch nicht gut, ne? Was ist mit dem los? Ja, er muss den Ort schnell verlassen, ich glaube auch. Rucksack war voll, ne? Genau so ist es. Ja, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.